auf jeden Fall. Also natürlich generell die Mädels von der Natsu dann wieder zu sehen, da freut man sich immer drauf. Jetzt dadurch, dass ich im Ausland spiele und natürlich nicht mehr in der deutschen Liga unterwegs bin, sieht man sich ja dann doch seltener. Und natürlich, wenn es irgendwie örtlich passt, mache ich natürlich auch noch mal gerne einen Abstecher nach Hause. Dementsprechend ist das auf jeden Fall für mich eine schöne Zeit, immer wieder nach Deutschland zu kommen. Also ich habe ein sehr positives Fazit, muss ich sagen. Ich fühle mich extrem wohl. Wir spielen Champions League, wir spielen um alle nationalen Titel in der ungarischen Liga mit. Das war ja auch so ein bisschen mit mein Ziel, noch höhere Qualität im Training, auf höchstem Niveau spielen zu können. Die Rahmenbedingungen sind wirklich top, dass ich da unter professionellen Bedingungen trainieren und spielen kann. Und das sind alles so Dinge, die mich gereizt haben, eben auch mal gegen andere Mannschaften zu spielen, aber natürlich ganz besonders der Fakt, Champions League spielen zu können, weil ich eben glaube, diese Spiele auf höchstem Niveau gegen die besten Spielerinnen und Mannschaften Europas, das bringt einem einfach extrem weiter. Und diese Erfahrung, die ich da sammeln kann, möchte ich natürlich auch mit in die Natsu bringen und hoffe natürlich, dass wir hier dann die Qualität auch immer weiter steigern können. Ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, den wir weitergehen müssen. Wir arbeiten jetzt aktuell viel an der Variabilität. Also ich glaube, dass wir gute Lösungen haben können im Angriff, dass wir eine starke Abwehr spielen können. Aber natürlich geht es auch darum, immer unberechenbarer zu werden, dass man auf allen Positionen Gefahr ausstrahlt, dass man Deckungsvarianten anbieten kann, verschiedene Gegner unter verschiedene Aufgaben zu stellen und so weiter und so fort. Und da wollen wir immer Step by Step sicherer werden, wollen da das zu unseren Basics machen, dass es nichts mehr Besonderes ist, sondern wir quasi aus dem FF im Optimalfall abrufen können, dass es auch egal ist, wer da auf der Platte steht, dass wirklich jede gefürchtet ist, so in etwa. Das wäre natürlich der Optimalfall. Und da arbeiten wir konsequent weiter, versuchen jede Trainingseinheit mit Plan und auch gut zu nutzen, trainieren intensiv, machen Besprechungen, Videoanalysen und so weiter. Und dementsprechend glaube ich, dass wir uns immer noch auf dem Entwicklungsschritt nach vorne befinden, aber wirklich gucken, dass wir keine Zeit verlieren, sondern immer weiter die nächste Stufe erklimmen. Ich finde, er geht da sehr strukturiert ran, also mit einem richtig guten Plan, nimmt uns taktisch mit, fragt uns auch viel, wie wir das sehen, wo wir ein besseres Gefühl haben, weil letztlich sind wir die Leute, die auf der Platte stehen und das Ganze abrufen müssen und natürlich auch zu 100% hinter den taktischen Ideen stehen müssen, damit wir sie konsequent umsetzen. Und das finde ich, da hat er eine gute Mischung, eben taktische Anweisungen vorzugeben, aber eben auch das Zwischenmenschliche und zu hören, wie was wir denken, wie wir uns fühlen, welche Bewegungen uns gut tun. Ich glaube, da analysiert er uns auch viel und gut, was unsere Stärken und Schwächen sind und versucht das eben variabel in unser Spiel einzubringen. Und ich glaube, da sind wir natürlich auch gefragt, dass wir da Feedback geben, Rückmeldungen und eben natürlich auch versuchen, bestmöglich seine Ideen umzusetzen. Aber in Summe ist das grundsätzlich sein Plan, den er hier vorgibt oder vorstellt, und wir versuchen das natürlich mit ihm weiter zu erarbeiten, noch andere Ideen mit einzubringen, und dann ist es natürlich auch jedem nochmal selber überlassen, ein paar individuelle Stärken mit einzubringen. Also abgesehen von der Kapitänsrolle sehe ich mich natürlich als Führungsspielerin. Ich glaube, da bin ich jetzt mittlerweile, auch wenn ich nicht die Älteste unbedingt bin, aber doch schon eine mit den meisten Länderspielen und die von der Zeit her auch am längsten jetzt bei der A-Nationalmannschaft dabei ist. Dementsprechend bringe ich natürlich auch einige Erfahrungen mit, die ich gerne weitergebe und wo ich mich aber auch sehe, da egal ob es auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld ist, voranzugehen und die Mannschaft mitzunehmen, neue Spielerinnen so schnell es geht zu integrieren, viel auch neben dem Spielfeld eben zu kommunizieren, sei es taktisch oder eben alles andere, was da noch so mit reinspielt in Teamsport. Und dementsprechend versuche ich mein Bestes zu geben. Ich glaube natürlich auch, dass ich mit meinen spielerischen Qualitäten der Mannschaft helfen kann auf dem Spielfeld. Und das versuche ich natürlich in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel möglichst zu 100% umzusetzen. Also diese Woche oder diese Lehrgangstage, die wir jetzt im Vorfeld haben, nutzen wir vor allen Dingen, um in der Deckung noch ein bisschen variabler zu werden und andere Formationen eben trainieren zu können. Und ich gehe stark davon aus, dass wir das dann auch in den beiden Playoff-Spielen eben nutzen werden. Gucken, wie der Gegner denn darauf reagiert. Das ist natürlich auch ein Trainingszweck, ist quasi unter
Wettkampfbedingungen. Also das ist natürlich immer noch mal was anderes, ob man das im Training nachstellt oder dann eben im Wettkampf auf die Platte bringen muss. Dementsprechend, glaube ich, wird das dann eben dort geprüft werden. Ansonsten arbeiten wir weiter an der Variabilität, an unserem Tempospiel vor allen Dingen auch. Und klar gehen wir als Favoriten in die Playoff-Spiele. Das steht außer Frage. Das erste Spiel zu Hause wollen wir natürlich wieder von einer möglichst vollen Arena die Zuschauer begeistern. Das wird auch ganz, ganz wichtig sein mit Perspektive auf die Heim-WM, die dann bald auf uns wartet. Da wollen wir natürlich die Euphorie irgendwie um Handball und Frauenhandball möglichst nach außen tragen und da jede Chance, die wir vor heimischem Publikum haben, sehr gerne nutzen und dementsprechend Spaß haben und dann natürlich einen Sieg mit nach Griechenland nehmen für das Rückspiel. Auf jeden Fall. Also natürlich ist jedes große Ereignis oder natürlich auch jedes Länderspiel besonders. Große Ereignisse natürlich nochmal mit einem großen Aushängeschild. Aber gerade die Perspektive, eine Chance zu haben, bei Olympia dabei zu sein oder sich für die Quali-Turniere zu qualifizieren mit der richtigen Platzierung und eben dann ein Jahr später die Heim-WM zu haben, das ist einfach ein riesige Highlights, die nur ganz, ganz wenige Sportler, Sportlerinnen erleben dürfen. Und wir sind in der Situation, dass wir das in eigener Hand haben, das eben gut zu bestreiten oder eben die Teilnahme an Olympia möglich zu machen. Und da ist natürlich das absolut im Hinterkopf, dass wir uns bis dahin immer weiterentwickelt haben wollen, möglichst blindes Verständnis auf die Platte bringen, einen breiten, hochqualitativen Kader mitnehmen können, hoffentlich, toi, 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 dass alle verletzungsfrei bleiben, soweit, dass wir wirklich mit voller Stärke da anreisen und dann die bestmöglichen Ergebnisse erzielen wollen. Aber die klaren Ziele sind, wir wollen sehr, sehr gerne ein Ticket zu Olympia haben und dann natürlich auch eine tolle Heim-WM spielen.